Herzlich willkommen heute im Digital Art Space. Ich freue mich ganz besonders und bedanke mich an dieser Stelle, dass es heute geklappt hat. Leider sind wir wieder Corona-bedingt hier in einem sehr schmalen, in einer sehr schmalen Präsentation, aber ich freue mich umso mehr, dass es stattfinden kann. Vielen Dank und jetzt begrüße ich die beiden, den Vortragenden und den Künstler. Und ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Also herzlich willkommen auch von mir und von uns. Willkommen zu dieser Online-Präsentation. Wir begrüßen alle im Internet sozusagen. Ich möchte ein paar Worte zunächst mal sagen, ein paar Bilder zeigen, um das Ganze vielleicht ein bisschen kunsthistorisch einzuordnen. Ich sage gleich vorweg, ich werde ein paar Kunstwerke zeigen, die wir hier digital repräsentieren. Und das Interessante ist, dass wir die hier auf dem Bildschirm gleich in einer bestimmten Größe sehen. Das sehen Sie vielleicht auf Ihrem Bildschirm, hier in der Größe eines Handys oder auf Ihrem Großbildschirm zu Hause. Also ganz unterschiedliche Dimensionen. Das heißt, man hat den Eindruck, die digitale Reproduktion von physischen Kunstwerken ist irgendwie dimensionsunabhängig. Und wir werden gleich sehen, irgendwie scheint es auch ortsunabhängig zu sein. Und genau da kommen wir schon ins Thema rein, was sind eigentlich Größen, was sind Formate, was sind Proportionen, aber was hat das auch zu tun mit künstlerischen Inhalten auf Bildmedien? Ich möchte zuerst mal folgendes Schaubild zeigen. Das hier ist ein Diagramm, wo ich alle Kunstwerke des Museum of Modern Art mal auf einer XY-Achse abgetragen habe. Und jeder Punkt ist sozusagen die obere rechte Ecke eines Kunstwerks im Museum of Modern Art. Diese Skala geht bis zu 15 Metern und wir sehen hier, dass es also sehr große Werke sehr selten gibt. Wir sehen, dass es irgendwo auch eine Diagonale gibt. Es gibt also überraschend viele quadratische Werke hier. Wir sehen, dass es irgendwo eine Grenze gibt bei etwa vielleicht 2-2,5 Metern. Darüber sind sehr wenige. Das heißt, im kunsthistorischen, im europäischen, modernen Kontext gibt es keine riesigen Werke. Wir sehen, dass vielleicht die Breite etwa maximal bis 3 Meter geht. Und wenn ich das mal datentechnisch auswerte, finde ich, dass wir einen Durchschnittswert von einer Höhe von 28 cm haben, einer Breite von etwa 40 cm. Ja. Das heißt, das Durchschnittswerk ist ungefähr so groß im Museum of Modern Art und so hoch. Ja. Wie die Verteilung jetzt ist, sei mal dahingestellt. Es gibt sicherlich viele kleinere und auch einige größere. Das ist der Durchschnittswert. Das ist, Entschuldigung, das geht jetzt nur um sogenannte Flachwälle. Das sind alle, von denen wir die Dimensionen haben, also da sind sicherlich auch die dritte Dimension, ist hier jetzt noch gar nicht abgetragen. Ja, also es können auch Skulpturen dabei sein, die vielleicht größer sind. Wir haben auch sehr hohe, das sind dann zum Beispiel Kirchenfenster oder sehr breite, das können auch Skulpturen sein. Aber das zeigt ungefähr die Verteilung, wo wir auch so gewisse Cluster sehen, bestimmte Verhältnisse. Das heißt, wir haben Porträts, die irgendwie hochkant sind, wie das hier, oder breite Werke, die irgendwie Landschaft sind. Und wir sehen übrigens auch, dass es sicherlich mehr breite Werke gibt als hohe. Hat vermutlich mit unseren zwei Augen zu tun, weil unsere Sichtfeld breiter ist als hoch. Ja, hat vielleicht auch was mit dem europäischen Kunstverständnis zu tun, mit einer gewissen Tradition, möglicherweise auch mit der Sammlungspolitik eines Museum of Modern Art, vielleicht überhaupt mit der Moderne, vielleicht kann man es auch in anderen Jahrhunderten vielleicht vergleichen. Das wäre mal interessant, kunsthistorisch interessant. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Kunstwerk anschauen, das ist jetzt nicht aus der Moderne, sondern ein Renaissance-Gemälde in Rom, und wir stellen uns vor, wir wären jetzt nicht auch vor dem Bildschirm, sondern wir wären in der Villa Borghese und würden dieses Werk, was übrigens 67 cm breit ist, uns anschauen, dann würden wir ja vielleicht ein bisschen hin und her gehen, ein bisschen näher gehen, um mit Details anzuschauen, ein bisschen weiter wegzugehen, um vielleicht auch den Rahmen wahrzunehmen. Wir würden vielleicht zusammen das betrachten, wir würden vielleicht andere betrachten, die das Werk betrachten und spüren, dass andere uns betrachten beim Betrachten. Das heißt, wir als Betrachter haben eine Beziehung zu diesem Werk, wie es im Raum ist. Ja? Und wir können, wie man hier sieht, im extremen Fall sogar ganz nah rangehen, in der Lupe rangehen, um das im Detail zu studieren, mit Pinselstrich zum Beispiel, oder ganz weit weggehen, um die Gesamtkomposition zu sehen. Und Alois Riegel hatte das mal beschrieben als eine Nahsicht, eine Normalsicht und eine Fernsicht, also drei Sichten,
die da ein Connoisseur, ein Kunstzeuger, ein Betrachter einnehmen kann, um ein Objekt wahrzunehmen. Das heißt, die Distanz zu einem Werk hat auch damit zu tun, wie wir sie rezipieren, wie wir das Werk wahrnehmen und wie es auf uns wirkt. Ein Beispiel: im Jahre 1786 hat sich der amerikanische Künstler John Trumbull mit Thomas Jefferson getroffen in Paris, um nochmal von ihm zu hören, wie es damals war, als die Unabhängigkeitserklärung beschlossen wurde. Und da hat er ganz schnell eine Zeichnung gemacht, wie er sich diesen Raum in Philadelphia, wo das stattgefunden hat, ausgesehen hat. Diese Zeichnung ist etwa 8,7 mal 11 cm groß, also etwa diese Größe, ja. Sehr klein. Das hat er gezeichnet, um daraus ein Gemälde zu machen. Das sehen wir hier in der Mitte in der Yale Gallery. Das etwa handtuchgroß ist. Ja? Und das ist eigentlich gar nicht das Endwerk, sondern das Ziel war, daraus Kupferstiche zu machen in der ähnlichen, in ungefähr der ähnlichen Größe. Wenn wir uns mal anschauen, das ist jetzt 53 cm in der Breite. Also dieses sehr kleine Werk wurde jetzt auf Handtuchgröße vergrößert. Und das Interessante ist, er hat später einen Auftrag gekriegt, um in der Rotunde des Kapitols in Washington dieses Gemälde auf nicht weniger als 5,5 Meter zu vergrößern. Ja, von diesem winzigen auf dieses riesige Gemälde, auf diese riesige Dimension. Die Frage ist, was findet hier statt, wenn ein Bild, also eine Bildidee, sagen wir mal, ein Entwurf auf verschiedene Größen dimensioniert wird? Was verändert sich da? Natürlich verändert sich was in der Wahrnehmung, aber es verändert sich vor allem die Distanz, die der Benutzer, der Benutzer, also der Betrachter, vor diesem Werk einnimmt. Ich benutze ein Handy auch eher in der Entfernung, ein Laptop in der Entfernung. Ich schaue auf ein kleines Fotografie in der Entfernung und auf ein Panoramagemälde natürlich auch von mehreren Metern Entfernung. Die Rotunde in Washington hat einen Radius von 19 Metern. Das heißt, wenn ich genau in der Mitte dieses runden Raumes stehe, kann ich alle diese Gemälde von einer sehr weiten Entfernung sehen, ähnlich wie wir es hier sehen. Und wenn wir dann in einer mittleren Entfernung uns vielleicht dieses kleinere Gemälde annehmen oder in ganz kurzer Armlänge Entfernung die Zeichnung, dann erscheinen die, zumindest wenn man es vielleicht einäugig bezeichnet, vielleicht relativ gleich groß. Aber die Erfahrung, die wir mit diesem Werk machen, ist natürlich eine ganz andere. Denn die kleine Zeichnung, die ich mir sehr nah vors Gesicht halte, kann ich genauer studieren. Ich kann vielleicht als Einziger drauf blicken. Das Mittelgroße schauen mehrere drauf. Ein 19 Meter entferntes schauen vielleicht 100 Personen drauf. Ja. Und du kannst die Zeichnung viel schneller kaputt machen. Das auch noch. Der Ikonoklasmus ist hier leichter. Aber auch das Verhältnis zwischen mir und den dargestellten Personen ist ein anderes. Zwar ist alles irgendwie zentralperspektivisch, aber hier erkenne ich zwar Personen, kann zu denen irgendwie ein Verhältnis aufbauen, sie sind aber nur so winzig klein. In der Darstellung in der Rotunde sind die sogar überlebensgroß, aber ich kann mir viel mehr vorstellen, dass das zentralperspektivische Bild eine Erweiterung des Realraums ist, dass der Bildraum eine Erweiterung des Realraums ist, was im kleinen Format vielleicht viel weniger der Fall ist. Das heißt, die Komposition, wie ein Bild aufbaue, ist für den Künstler sicherlich ein anderes, wenn er es fürs Großbild, fürs Großformat geschaffen hat, als fürs Kleinformat. Und Matthias Krüger von der LMU weist darauf hin, dass im Salon im 19. Jahrhundert die Gemälde auch unterschiedlich hoch gehangen wurden, nämlich Auswahlkommission hatte auch Präferenzen, welches Bild vielleicht wichtiger wäre und hat das in Augenhöhe gemacht und die weniger wichtigen weiter nach oben. Und das hat sich auch die Rezeption verändert. Und ein Scherz war, dass einer da ein Fernrohr hingestellt hat, damit man auch die Bilder ganz oben noch betrachten kann und hat dafür sogar Geld verlangt, da durchzugucken. Und das war dann sozusagen eine ganz neue oder interessante oder witzige Form der Rezeption. Das heißt, Thomas Puttfaken hatte schon 1971 geschrieben, dass der Künstler, wenn er ein Werk entwickelt, das vielleicht erst in einer kleinen Skizze macht, aber das nicht nur 1:1 überträgt aufs Großformat,
sondern dass in dieser Vergrößerung auch noch eine inhaltliche Veränderung stattfindet, dass er eben sich selber ein kritischer Beobachter ist und der reagiert im Schaffensprozess auf die jeweilige Wirkung, die ein solches Werk hat. Also das Bild ist nicht egal von der Größe des Bildträgers, könnte man sagen, sondern das hat beides miteinander zu tun. Und das heißt, wenn wir so eine winzige Brosche, die eben nur so winzig ist, wenn ein Künstler das schafft, wie so eine Miniaturmalerei, dann hat er dort ganz anders zu arbeiten, als wenn er ein großes Porträtgemälde machen würde. Wenn wir uns zum Beispiel die Daguerreotypien anschauen, also die frühesten Arten von Fotografien, die in einem Passepartout waren, und hier ist nun mal zum Vergleich mit einem Dollarschein, damit wir einen Eindruck haben, wie groß die sind. Auch das sind sozusagen mittlere Größen, aber genauso wie die Brosche oder diese kleinformatige Fotografie, sind das ja jetzt durch ihre Dimensionen mobile Bilder. Auch das macht einen Unterschied, ob das an der Wand als Fresko Teil des Gebäudes ist, an die Wand geschraubt ist, oder ob ich es als Tafelbild rumtragen kann, rumschicken kann, mitnehmen kann, etc. Klappaltäre zum Beispiel ein typisches Beispiel, oder hier nur ein beliebiges Beispiel eines Tafelbildes, was eben dazu gedacht ist, mitgenommen zu werden. Ja? Das heißt, wir haben in der europäischen Malereigeschichte verschiedene Dimensionen und diese Bilder haben eben auch einen engen Zusammenhang mit diesen Dimensionen. So, das ist Kunstgeschichte. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir heute für Bildwelten haben. Solche Bildwelten finden heute vor allem auf solchen Geräten statt oder auf welchem immer für ein Gerät Sie gerade hier zuschauen. Das sind also Bilder, die sind auf einer Smartwatch, vielleicht so Briefmarken groß, auf dem Handy haben die eine mittlere Größe, wie eine Daguerreotypie vielleicht, ein Tablet hat dann so eine Größe von Tafelbild, so ein bisschen DIN A4. Und wir kennen auch diese Großbildschirme, die irgendwie HD-Auflösung haben. Und ich glaube, dass eben nicht egal ist, was für digitale Bilder wir dort drauf skalieren, sondern dass wir auch immer mitdenken müssen, was das für ein Medium ist. Das sind also verschiedene Formate, die wir vielleicht zur Verfügung haben und eben Großbildschirme im öffentlichen Raum sind eben auch nochmal viel größer. Das hier ist so ein bisschen ein Witz, wo einer seinen Großbildschirm mit einer HD-Auflösung zeigt und jemand anderes sagt, das ist ja gerade mal die Auflösung, die mein Handy auch hat. Und wenn wir heute gucken, das iPhone 12 hat sogar Quad-HD-Auflösung, also eine ungeheure Auflösung. Warum? Weil es eben Unterschied macht, wie weit das Display entfernt ist. Je näher es kommt, desto höher muss die Auflösung sein, damit ich keinen Pixel mehr sehe. Und wenn wir uns mal anschauen, das war ja die Idee vom sogenannten Retina-Display von Apple damals, dass man auf eine bestimmte Distanz, in der man eben ein Handy hält, keine Pixel mehr sieht. Ja, dass dann sozusagen das Medium ein Stück weit verschwindet oder das digitale Medium mit seinen Pixeln und wir nur noch Farbflächen sehen. Und das hier ist nur eine Übersicht, ich mache es mal ganz kurz. Wenn ich ein Display habe, das eine Diagonale von 2 Metern hat, dann brauche ich einen Abstand von 3 Meter ungefähr eine HD-Auflösung, um keine Pixel zu sehen. Bei einem Abstand von 70 cm bräuchte ich ein 8K-Display. Ja? Also, das heißt, auch das Display muss immer hochauflösender werden, je näher ich ihm komme. So, und was ich sage, und ich habe hier jetzt mal nochmal die Declaration of Independence reinkopiert, es macht einen Unterschied, ob ich ein Digitalbild, auch wenn es genau die gleiche Datei ist, auf meinem Handy konsumiere, in der U-Bahn vielleicht, nicht nur wegen der Größe, sondern auch, weil ich in der U-Bahn, wenn ich alleine auf mein Handy gucke, eine private Rezeption habe. Ich schaue alleine drauf und ich schaue dann anders drauf, als wenn das zum Beispiel im öffentlichen Raum stattfindet, wo ich weiß, es gucken viele drauf, wo ich einen viel größeren Abstand habe, wo ich sehe, dass andere mich beim Betrachten betrachten oder beobachten. Das heißt, es macht auch einen Unterschied, ganz anders als hier so mancher Anbieter von die digitale Kunst ausdrucken. Es macht einen Unterschied, ob ich das ausdrucke auf ein kleines Format oder auf ein riesiges Format, glaube ich. Und der Künstler, aber das wirst du gleich sagen, denkt sich das Format oder sollte sich das Format immer mitdenken, weil es sozusagen eine inhaltliche Entscheidung ist, welches Format ich wähle und umgekehrt, welches Format ich zur Verfügung habe, darauf muss ich reagieren. Mein Fazit ist, die Größe hat mit Distanz zu tun. Je größer es ist, desto weiter gehe ich üblicherweise weg.
die Größe, die Distanz hat aber auch mit meiner Wahrnehmung zu tun, dieses Close Viewing, das Distant Viewing, aber auch wie dieses Gemälde oder dieses Bild auf mich wirkt im Verhältnis zu mir als Person, als Betrachter und als Körper, in welches Verhältnis ich dazu aufnehme. Und die Größe hat auch irgendwie mit der Öffentlichkeit zu tun, das heißt, je kleiner, desto privater vielleicht und je größer, desto öffentlicher möglicherweise. Natürlich können wir auch große Werke im privaten Raum holen, aber ich sage nur ganz allgemein. Mein Fazit ist im Augenblick erstmal, Bilder müssen inhaltlich an die Größe angepasst werden, denn sie wirken auf die unterschiedliche Distanz unterschiedlich, auch weil diese eine unterschiedliche Privatheit bzw. Öffentlichkeit einschließt. Das ist erstmal so meine Gedanken mit diesen paar Bildern und ich wäre ganz gespannt, was du sagst mit deinen Erfahrungen mit diesen Displays, die wir hier in der Galerie haben. Das interessante Aspekt auch in dem Digitalen ist nicht nur Größe, was du wunderbar dargestellt hast in der Kunstgeschichte von sogenannten analogen oder herkömmlichen Malerei oder Bilderwelt, sondern interessanter Aspekt ist auch Aspekt von Zeit. Es ist nicht so einfach, eine Wandarbeit zu switchen oder wegzuschaffen, dann durch die andere zu ersetzen. Genauso mit einer Zeichnung, auch selbst wenn es auf Papier ist. Dagegen auf dem Bildschirm können wir das innerhalb von Bruch von Sekunden löschen, wegwischen und das hat mich wirklich herausgefordert, dass das Content jetzt im öffentlichen Raum läuft 15 Sekunden. Es wiederholt sich, es kann parallel auf viele Bildschirmen sein, aber man hat nicht nur eine Problematik von der Größe oder Distanz auch, sondern auch Zeitdruck. Und das, denke ich, noch ein zusätzliches Aspekt, dass die Unterschied zwischen digitalen Bilder oder Gemäldeträger oder Flächen gegenüber den analogen hat. Wäre das die Antwort? Ja, also durch das digitale Medium, das natürlich immer noch eine Hardware braucht, verändert sich was ganz Grundsätzliches, wodurch sich, sagen wir mal, physisch von digitalen Medien verändern. Wo es dazwischen natürlich ungefähr 200 Jahre Fotografiegeschichte gibt, wo so ein Übergang stattfindet. Aber dass ein Bild auf verschiedenen Trägermedien stattfinden kann. Ja? Aber dieses Trägermedium, so ein Display, wie du gesagt hast, hat eben die Möglichkeit, dass die Bildinformationen drauf sind, nicht fest verbunden sind mit dem Trägermedium, sondern völlig frei ist, die zu belegen, wie man möchte und auch in einer Millisekunde verändern kann. Ja? Und das führt dazu, dass man zum Beispiel auch Bewegtbilder erzeugen kann. Ja? Und wenn ich mir jetzt das Display hinter dir anschaue, ist ja interessant, dass du genau darauf verzichtet hast. Das ist ja so ein bisschen, erinnert mich das an Andy Warhols Film vom Chrysler Building, war das glaube ich, wo sich fast gar nichts verändert über eine sehr lange Zeit, aber das im Medium Film. Das ist so ein bisschen der Gedanke hier, das eigentlich zu konterkarieren, was das Medium eigentlich an Optionen öffnet? Naja, man muss einfach den wesentlichen Unterschied von Malerei, von anderen Medien begreifen. Malerei hat zu tun mit der Bewegung. Ich bestimme als Maler die Bewegung. Hm. Wenn wir sprechen von bewegten Bildern, Animationen, da übernimmt diese Bewegung Technik. Wenn ich jetzt eine digitale Malerei aufstelle, selbst ich kann sie auch filmen dabei, also du hast ja auch Performance von uns angeschaut, wo wir mit der Gruppe Bildformer Collective auf digitalen Werkzeugen hier im Raum gearbeitet haben, man sieht Bewegung von jedem Einzelnen in dem Moment. Mhm. Diese Bewegung wird natürlich durch viele Prozesse, die ein digitales Werkzeug für sich hat, übertragen. Aber das ist eine Bewegung, die der Maler macht. Das ist nicht eine Bewegung, die übernimmt ein Software und macht daraus eine Animation. So, das ist erstmal der erste wesentliche Unterschied zu anderen Medien. Deswegen beharre ich bei der Arbeit, dass das eben
dass es sich nicht, dass nichts bewegt, weil man entfaltet meine Bewegung während des Malens durch das Endergebnis, also durch die Mende an sich, selbst wenn es digital oder mit digitalen Werkzeugen ist. Und das sicherlich schafft einen gewissen Kontrast, aber genau das möchte ich erreichen, weil ich denke, dass diese Bildschirme sind vielleicht sogar im Ursprung konzipiert für Bewegtbilder oder Videodateien, aber ich möchte, dass man begreift, es kann ein Gemälde, ein digitales Gemälde, wo sich nichts bewegt, wo man dokumentiert die Bewegung während des Malens, anschauen. Und ich hatte während der Einzelausstellung bei Karin Wimmer, wo ich 17 verschiedene Bildschirme ausprobiert habe, eine Erfahrung gehabt, weil die Techniker mich gefragt, was brauchst du? Ich habe gesagt, das muss ein Content, also ganz stabil, 24/7 laufen. Da passiert nichts, also es gibt keine Bewegbilder. Und ich muss erzählen, das war sehr schwer. Die haben das einfach nicht hinbekommen. Sie müssten fast jede Datei in eine Videodatei umwandeln, weil der Bildschirm ist eingeschlafen. Und der ist nach, je nachdem, was das für ein Hersteller war, manche sind nach 10 Stunden eingeschlafen, manche nach 10 Minuten, weil es nichts passiert ist, ja, für den Bildschirm. So, die müssen das als Videodatei abspeichern, die im Loop läuft, damit man dieses unbewegtes Gemälde zeigen kann. Es ist interessant, dass wir heute LCD- oder TFT-Bildschirme haben oder Plasma-Bildschirme. Früher bei den Kathodenstrahlröhren war es so, wenn man ein Bild, deshalb gibt es ja den Bildschirmschoner, macht heute keinen Sinn mehr, aber früher war das wichtig, wenn man ein Bild sehr lange mit dem Kathodenstrahl auf die Oberfläche gestrahlt hat, hat es irgendwann eingebrannt. Das heißt, dann konnte man ein Bildschirm ausmachen und hat das Bild immer noch gesehen. Und dann wurde es permanent. Das war eigentlich faszinierend. Aber das Einbrennen existiert immer noch. Ja. Also es gibt manche Screens, OLED-Screens zum Beispiel, unter anderem, die diese Gefahr haben. Eine Sammlerin wollte eine Arbeit von mir kaufen und ihr Mann hat gesagt, nicht auf dem Bildschirm. Da haben sie der Techniker haben gesagt, das wird einbrennen. Dann hat sie das für iPad besorgt gekauft. So. Da brennt es anscheinend nicht ein. Du hast vorhin gesagt, du hast auf einem kleinen Bildschirm angefangen und hast dann gemerkt, auf dem großen Bildschirm musst du irgendwas anders machen. Das würde ja sozusagen, was Puttfarken vorhin gesagt hat, was ich zitiert habe, genau bestätigen. Was hat sich da oder was hast du gemerkt, was nicht mehr funktioniert auf dem Großbildschirm? Das Verhältnis. Das Verhältnis von Charakteren, von Einheiten. Wie du gesagt hast, wenn du eine gewisse Distanz hast, oder sagen wir so, ein Werk braucht ein, das, man kann sprechen von einer perfekten Distanz oder eine Distanz, wo du das Werk am besten wahrnehmen kannst. Das ist ja klar, wenn du zu weit im Museum ein Gemälde, selbst wenn es 3x3 Meter ist, siehst du nicht so viel. Und zu nah kann es auch nicht so gut rüberkommen. Mhm. So, es gibt gewisse Distanz, wo du sagst, okay, also von diesem Abstand ist das eigentlich das Beste, wie das dann rüberkommt. Und im öffentlichen Raum, man läuft ja schnell vorbei, ja, und man hat diese 15 Sekunden und es gibt so viel, was drumherum passiert. Beleuchtung, Werbung, Menschen, alles Mögliche. Ja. Das sind Aspekte, über die du keine Kontrolle hast. Ich meine, im Museum oder in der Galerie, ich kann auch bestimmen, ich möchte diese Beleuchtung oder ich möchte andere Beleuchtung oder ich möchte, dass das hängt 160 cm vom Boden oder wie auch immer. Hier geht es nicht, wo das Screen angebracht ist und welche Beleuchtung da im Moment ist und welche Laden nebenan ist, damit muss ich konfrontieren. Und wenn du das begreifst, dann natürlich verstehst du, dass gewisse Motive werden sich nicht durchsetzen. Zum Beispiel? Und zum Beispiel, wenn du zu fein arbeitest. Mhm. Also wenn es ein Werk ist, das eigentlich perfekte Licht braucht, perfekter Abstand, der wird einfach übersehen. Du musst schaffen, dass es nicht zu aggressiv in den Raum kommt, dass das Aufmerksamkeit zieht
Und das ist wirklich wie Laufen auf der Messe, es ist nicht einfach. Und ich habe wirklich hart gearbeitet und tatsächlich, dass ich die Möglichkeit hatte, im Büro von Strom Media München die Abstände zu spüren. Also man hat einen großen Bildschirm und mit der Distanz den kleinen, so wie das dann quasi im Vorbeilaufen aussehen wird, wenn man 20 Meter, 10 Meter zu dem Bildschirm hat, hat mir geholfen, tatsächlich ziemlich klar die Vorstellung zu bekommen, wie das Motiv letztendlich funktionieren wird. Und ja, man probiert aus, man arbeitet, wo man da einfach das perfekte oder sage ich jetzt gelungene Balance findet. Wir sehen jetzt hier hinter dir ein Beispiel von einem Hochkantformat und hier ein Querformat. Auch das sind schon wichtige Entscheidungen, also die Proportionen der Seitenverhältnisse. Ich als Theoretiker würde vermuten, dass das sozusagen eine Grundentscheidung ist, die über den ganzen sämtlichen Verlauf des kreativen Prozesses entscheidet, oder ist das übertrieben gesagt? Also könnte man das hier in irgendeiner Weise auch strecken, beschneiden und dann auf so ein Bildchen bringen? Ja. Oder würdest du sagen, das geht gar nicht? Ja, ich meine, man kennt das vor allem in Ikonenmalerei, wenn man Altar Tafelbilder hatte, ja. Wenn dann kam von Renaissance-Altar, kam Barocker, da haben sie oft alte Werke zugeschnitten. Natürlich, Künstler haben das vielleicht sogar Gott sei Dank nicht gesehen, aber man kennt das. Also natürlich, ich weiß nicht, wenn jemand ein digitales Werk von mir erwirbt einen USB-Stick, und es kann sein, dass er das auf einem Bildschirm zeigt, dass das dann ausgedehnt wird. Genauso, wenn jemand analoge Arbeit von mir erwirbt und sie passt nicht an die Wand, manche vielleicht kommen auf die Idee, ein Stück abzusägen. Aber natürlich, ein Format ist das Entscheidende, und das ist der Anfang, das ist der Ursprung. Ich habe Farbe und ich habe Fläche. Und wie die Fläche ist, welche Verhältnisse es hat, in dem Fall auch Pixelgröße, also wenn man mit digitalen Flächen arbeitet, ist das der Anfang. Und nur für diese Fläche arbeite da, und nur so kann mein Werk dargestellt werden. Aber wie das am Schluss dann wird, kennt man auch im analogen Bereich, was ich erwähnt habe. Man schneidet zu, man verbrennt auch. Es gibt verschiedene. Zerstört auch Ikonoklasmus, was du vorhin gesagt hast. Ikonoklasmus funktioniert beim digitalen Bild erstmal sehr schwer. Wenn ich diesen Bildschirm zerstöre, sind diese Bilder immer noch auf einem Cloud-Server zum Beispiel. Ja? Wenn ich ein Bild auf Facebook sehe, auf Twitter sehe, kann ich es nicht zerstören, weil es immer noch ortlos irgendwie vorhanden ist. Ja? Außer ich kann irgendwie die Datei selber als sozusagen einzelne Datei, die noch nie kopiert wurde, zerstören. Nur da habe ich die Möglichkeit, das Bild, das unabhängig ist vom Bildträger, zu zerstören. Aber ich möchte eine letzte Frage stellen. Die letzte Frage gilt immer sozusagen in Zukunft gewiesen. Wir sprechen ja immer noch über ein zweidimensionales Werk, auch wenn hier vielleicht die dritte Dimension die Zeit ist. Aber wenn ich mich erinnere, als ich damals im Kino war und Marty McFly zurück in die Zukunft, gefahren ist, und das Erste, worüber er sich am meisten erschrocken hat, war, als er den Eindruck hatte, er wird von einem Hai gefressen. Dabei war dieser Hai nur ein Virtual Reality Hai, der aber aus einem 3D-Display auf ihn zugesprungen ist. Ja. Und bis er gemerkt hat, es ist nur eine virtuelle Simulation, dann hat er sozusagen eine Medienkompetenz erworben, dass er vor sowas keine Angst haben muss. Aber stellen wir uns das vor, solche Displays haben wir im privaten oder auch im öffentlichen Raum. Was die Zukunft von diesen Medien und der Kunst, die auf diesen Medien stattfindet? Ist es 3D? Ist es Virtual Augmented Reality, worüber wir jetzt alle sprechen, oder geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung? Ich meine, man muss einfach am Medium bleiben und im Wesen von Medium. Es ist sicherlich spannend, ich habe einen Vorschlag bekommen, im VR-Bereich was zu entwickeln. Wie das aber wird, habe ich im Moment überhaupt keine Ahnung. Ich hoffe, dass es irgendwann mal kommt. Ich bin wirklich gespannt und ich möchte das ausprobieren, nur
wie ich schon sagte, Malerei ist dann Malerei, wenn es flach ist. Wenn es nicht mehr flach ist, dann ist es ein Objekt oder das ist eine Skulptur oder man geht in ganz anderen Medium, man behandelt das auch anders. So, ich kann mir schon vorstellen, dass man in diesem virtuellen Bereich etwas schaffen kann, auch für die Zukunft, dass man dort Flächen schafft, auf denen Malerei gezeigt wird, ja, wiederum. So, da bin ich offen und auch neugierig, aber ich, was mich auch in erster Linie auch fasziniert, ist zum Beispiel das wesentliche Unterschied mit der Beleuchtung von den Bildschirmen. Ich meine, in einem langen Bereich, wenn ich jetzt Licht hier ausmache, siehst du keine Malerei mehr. Wenn man hier Licht ausmacht, sieht man trotzdem Beleuchtung von innen. Und das hat Vor- und Nachteile. Und wenn du arbeitest als Maler damit, musst du das wahrnehmen oder musst du damit konfrontieren. Es gibt aber die Bildschirme, die man kennt vom Flur, die mit solchen flüssigen Tinte gemacht sind, die nur, oder wie manche Kindle, die nur akzeptieren Licht von außen. Reflektiv. Das heißt, man hat keine Beleuchtung von innen. Das ist etwas, was mich auch total reizt und ich hoffe, wenn sowas weiter sich entwickelt wird, und ich kenne auch manche Hersteller, arbeiten damit, weil das wäre etwas, was im digitalen Bereich, sage ich sogar, es zu analogen oder klassischen nähern würde, ja, auf bestimmte Art und Weise. Und es gibt sehr viele spannende Entwicklungen und ich weiß wirklich nicht, wie das in der Zukunft aussehen wird, aber die Qualität von Bildschirm oder LDR-Platten oder Bildschirm, die haben ganz andere Qualität als OLED oder QLED. Und die Pixelgröße oder die Punktgröße ist auch unglaublich fein geworden ist. Ich habe 3 oder 4 Bildschirme gehabt zur Verfügung, mit denen ich arbeiten könnte. War super faszinierend. Also ich denke, wir sehen die Bild und Bildmedium hängen immer zusammen in beide Richtungen, aber auch die technologische Entwicklung hängt auch mit der künstlerischen zusammen. Ich hoffe auch umgekehrt. Absolut. Deshalb vielen Dank für deine Antworten, vielen Dank, dass du hier uns diese Werke in dieser Galerie zeigst und ich glaube, wir könnten noch ganz viel länger reden, aber wir haben so viel Zeit nicht. Aber vielleicht blenden wir jetzt gleich deinen Social Media Account ein, dann können alle Zuschauer noch dir Fragen stellen und weiter diskutieren. Ja, vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja.